Die aktuelle Krise in der Luftfahrt hat natürlich an allen Ecken und Enden gewisse Besonderheiten hervorgebracht. Allen voran die ganzen Passagierflugzeuge, die jetzt wochenlang ohne Sitze in der Kabine als Frachter unterwegs waren oder zu einem geringen Teil auch immer noch als Frachter unterwegs sind. Oder auch die sehr dynamischen und flexiblen Flugpläne, mit denen die ganzen Fluggesellschaften jetzt versuchen, ihre Flugzeuge Stück für Stück effizient wieder in die Luft zu bekommen. Auf der anderen Seite hat die aktuelle Krise aber auch dafür gesorgt, dass man sich die Besonderheiten, die ja sowieso schon nicht viele waren, die Besonderheiten, die man sich bis zuletzt vor der Krise noch erlauben durfte, dass man da nochmals ganz genau drüber nachdenken muss, ob man die wirklich noch anbieten kann. Das sind beispielsweise Flugzeuge mit vier Triebwerken, deren Lebensdauer jetzt noch sehr viel begrenzter ist als vorerst angenommen. Oder es ist ein besonderes, kleines, seltenes Flugzeug in der Flotte der British Airways, dessen Einsatz jetzt nicht mehr attraktiv ist. Und über das Flugzeug sprechen wir heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Noch einmal zwei, drei Worte vorweg zur aktuellen Situation. Auch wenn die Anzahl der kommerziell durchgeführten Flüge in den letzten Wochen natürlich schon wieder ganz ordentlich angezogen hat, Ryanair beispielsweise spricht davon, schon bald wieder 60% ihrer ursprünglich für dieses Jahr geplanten Kapazität anbieten zu können. So muss man dennoch sagen, dass die mühevollste Zeit in der Luftfahrtbranche wohl noch vor uns liegt. Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen so an wie Aufräumen nach einer Hausparty am nächsten Morgen. So richtig Bock hat irgendwie keiner und was alles kaputt gegangen ist, das sieht man jetzt auch erst auf den zweiten Blick. Und auf einmal hat man da wieder eine Lufthansa, die aufgrund einer noch nicht stattgefundenen bzw. verspäteten Einigung zwischen Management und Mitarbeiterschaft wieder völlig realistisch von 22.000 abzubauenden Vollzeitarbeitsstellen spricht. Viel realistischer, als das so manchem lieb ist. Die Ferienfluggesellschaft Condor hat derweil am 1. August, also jetzt vor ein paar Tagen, ihren Firmensitz am Frankfurter Flughafen in Gateway Gardens verlassen und ist jetzt auf deutlich weniger Fläche nach Neu-Isenburg gezogen, ein paar Kilometer vom Flughafen entfernt, und spart dort, zumindest laut Airliners.de-Angaben, aufs Jahr gerechnet einen siebenstelligen Betrag an Miete. Glücklicherweise sind hier allerdings mittlerweile aufgrund einer vergleichsweise schnellen Einigung zwischen Mitarbeitern und Management betriebsbedingte Kündigungen beim fliegenden Personal vom Tisch. Beide Unternehmen, Lufthansa und Condor, hatten aufgrund der aktuellen Krise relativ zu ihrer Größe beachtliche Hilfen, beachtliche finanzielle Hilfen vom Staat erhalten. Auf der anderen Seite wird gleichzeitig teure Hardware aussortiert. Neue Flugzeuge kommen später und in geringeren Mengen. Ältere Flugzeuge werden frühzeitig aussortiert. Gerade über die Vierstrahler haben wir in den letzten Tagen und Wochen schon mehrfach ausführlich geredet. Bei British Airways verlässt jetzt mit dem Airbus A318 kein vierstrahliges Flugzeug, aber ein weiteres sehr besonderes Flugzeug leider die Flotte. Und damit kommen wir zum eigentlichen Thema des Videos. Für all die, die sich nicht den ganzen Tag mit Luftfahrt beschäftigen, ja, es gibt tatsächlich unter dem Airbus A319 ein noch kleineres Exemplar der A320-Familie. Und nein, das Ding war nicht annähernd so erfolgreich wie seine größeren Brüder. Und trotzdem nahm dieser Flugzeugtyp in der Flotte der British Airways eine ziemlich besondere Rolle ein. Das wird spätestens dann klar, wenn man sich einmal den Sitzplan eines British Airways A318 anschaut, beziehungsweise des einen verbliebenen British Airways A318 anschaut, denn davon gibt es nur noch ein Exemplar. Da sieht man nämlich dann, dass das Ding nur mit 32 Sitzplätzen ausgestattet ist, das in einer 2-2-Bestuhlung. All diese Sitze sind Business-Class-Sitze, die man zu einem komplett flachen Bett umwandeln kann. Damit haben die Briten über viele Jahre hinweg eine wirklich enge Nische bedient. Ein Linienflug, auf dem man sich wahrscheinlich so exklusiv und wichtig fühlt wie auf keinem anderen sonst heutzutage angebotenen Linienflug. Ein Linienflug, der voll und ganz auf Geschäftsreisende abzielt, vom London City Airport, nicht von London Heathrow, vom London City Airport aus zum John F. Kennedy Airport nach New York. Nein, Spaß beiseite. Natürlich hat diese Verbindung für die entsprechende Zielgruppe einige wichtige und wirklich interessante Vorteile. Denn zum Beispiel ist der London Heathrow Airport vom Stadtzentrum London ganze 25 Kilometer entfernt. Zum London City Airport sind es nicht mal 10 Kilometer, was schon mal gut ist, aber was noch viel besser ist, vom Bürogebäudekomplex Canary Wharf, wo einige der wichtigsten und größten Unternehmen Londons ansässig sind, bis zum London City Airport sind es nicht mal 5 Kilometer, und die Fahrt zwischen oder die Verbindung zwischen diesen beiden Orten kostet niemanden mehr als 15 Minuten. Im Zusammenspiel mit der Tatsache, dass der deutlich kleinere London City Airport selbstverständlich auch eine ganze Ecke entspannter ist als der volle London Heathrow Flughafen, ergibt sich damit schon mal ein nahezu unschlagbarer Vorteil gegenüber der Rennstrecke von Heathrow nach New York. Alles ist dahingehend optimiert und mehr oder weniger entspannt und schnell, aber vor allem eben ohne viel Trubel von einem Ort zum nächsten zu kommen. Dafür gibt es am London City Airport dann aber auch keine Lounge
und auch keine spannenden Shoppingmöglichkeiten oder sowas. Aber man hat eben die klaren Vorteile eines kleinen Flughafens und vor allem dann auch eben die Vorteile eines kleinen Flugzeuges. Beispielsweise ein Boarding, was gerade mal wenige Minuten dauert. Wenn man Business Class in einem Airbus A380 oder in einer Boeing 747 fliegt, dann ist diese Business Class schon wieder ziemlich groß. Und die Vorteile eines Fast Boardings, die man normalerweise mit einer Business Class hat, die gehen schon fast wieder verloren aufgrund der Tatsache, dass man mit fast 100 anderen Leuten in diese Buchungsklasse einsteigt. Der Airbus A318, der von British Airways für diese Verbindung gewählt wurde, das ist so ziemlich das größte Flugzeug, was am London City Airport zugelassen ist. Warum dieses Flugzeug dort zugelassen ist und warum andere Flugzeuge dann nicht mehr dafür zugelassen sind, das haben wir schon mal ganz ausführlich in einem anderen Video besprochen, was ich euch oben mit in die Infokarte packe. Allerdings kann auch der Airbus A318 auf der etwa 1500 Meter langen Piste am London City Airport nur mit Einschränkungen starten, was nicht sonderlich förderlich dafür ist, dass man mit dem Ding ja gleich noch auf eine Langstrecke gehen möchte. Aus diesem Grund muss der Airbus A318 auf dieser Verbindung nach vergleichsweise kurzer Flugzeit am Flughafen Shannon in Irland zwischenlanden, was ja mal wieder voll nervig ist. Denn hier müssen jetzt alle maximal 32 Passagiere aus dem Flugzeug raus und erst an dieser Stelle wird das Flugzeug für die Langstrecke vollgetankt. Das klingt nach einem ziemlich zeitintensiven Nachteil auf diesem Flug, ist aber auf der anderen Seite ein ziemlich interessanter Vorteil. Denn am Flughafen Shannon hat man die Möglichkeit, jegliche Formalitäten für die Einreise in den Vereinigten Staaten schon zu erledigen. In den Vereinigten Staaten, in New York, wird man dann als Passagier behandelt und abgefertigt wie auf einem Inlandsflug. Und das hat natürlich den ganz gewaltigen Vorteil, dass man sich hier jetzt vor Ort das nervige und normalerweise eben hier sehr zeitintensive Einreisen in die Vereinigten Staaten mit normalerweise hunderten anderen Menschen sparen kann. Und so ist man wahrscheinlich als Passagier dieses Fluges aus Europa im Vergleich zu allen anderen Flügen aus Europa nach New York der, der am schnellsten in der Stadt in New York ist, nachdem er am Flughafen John F. Kennedy gelandet ist. Das ist ja auch was wert. Insgesamt benötigt man so für den Hinflug nach New York um die 9 Stunden. Das ist nicht wirklich eine Zeitersparnis. Ein Flug von London Heathrow nach New York geht sogar noch etwas schneller, was ganz einfach an der Tatsache liegt, dass man auf diesem Flug keine Zwischenlandung benötigt. Allerdings hat der British Airways Flug Nummer 1 in dem A318 durchaus etwas Exklusives und eben für die schmale, aber vorhandene Zielgruppe durchaus einige wichtige Vorteile. Für ein paar Luftfahrtfreaks vielleicht noch ganz interessant, die Flugnummern dieser Flüge, also der Hinflug, das ist British Airways 1, BA1 und der Rückflug, der übrigens nonstop durchgeführt wird, das ist BA2, das sind Flugnummern, die vorher von der Concorde auf der Strecke von London nach New York verwendet wurden. Allerdings ist die Concorde logischerweise nicht am London City Airport gestartet, sondern von Heathrow aus nach New York geflogen. Bedient wurde diese besondere Airbus A318-Verbindung eine Zeit lang mal mit 2 Maschinen. Da gab es dann insgesamt 4 Flüge, British Airways 1 bis 4. Allerdings hat man dann 2016 das ganze Angebot halbiert und setzt seitdem nur noch 1 Flugzeug ein. Und jetzt nach der aktuellen Krise wird es gar keins mehr sein. Damit fliegt der Airbus A318 aus der Flotte der British Airways und auch dieses Angebot wird es dann nicht mehr geben. Romantisch betrachtet war diese A318-Verbindung für manche so eine Art Mini-Concorde in langsam. Obwohl man schon ehrlich dazu sagen muss, dass der größte Vorteil der Concorde, dass wirklich schnelle und exklusive Reisen, das kann auch diese A318 nicht annähernd bieten. Realistisch betrachtet war das ganz einfach ein kleines Flugzeug, was man mit einer besonderen Ausstattung, mit einer mittlerweile besonderen in die Jahre gekommenen Ausstattung, auf einer besonderen Verbindung für eine besondere Zielgruppe eingesetzt hat. Für eine schmale Zielgruppe, deren Nachfrage an dem Flug in den letzten Jahren sowieso immer und immer geringer wurde. Und auf einmal wird so ein einzelner Airbus A318 in der Flotte ein ziemlich teurer Spaß. Denn als kleinstes Mitglied der A320-Familie hat der A318 Komponenten verbaut, die eigentlich mal für größere Flugzeuge gedacht waren oder beziehungsweise auch heute natürlich ganz normal an größeren Flugzeugen funktionieren. Allen voran natürlich die Tragflächen, die hier beim A318 ein beim Start maximal 68 Tonnen schweres Flugzeug in die Luft bringen. Beim Airbus A321, bei der aktuell größten Variante der A320-Familie, bringen die gleichen Tragflächen mit minimalen aerodynamisch interessanten Veränderungen an den Landeklappen, aber genauso gut ein heute mittlerweile knapp 100 Tonnen schweres Flugzeug in die Luft. Unterm Strich bedeutet das ganz einfach, der Airbus A318 hatte schon immer Bauteile, die einfach für größere Flugzeuge konzipiert waren, die dafür sorgen, dass der Airbus A318 gerade für den Platz, den er bietet, deutlich zu schwer ist.
Dieses Flugzeug effizient einzusetzen, war nie wirklich einfach für irgendeine Fluggesellschaft. Deswegen ist das Modell auch voll und ganz gefloppt. Nicht einmal 100 Exemplare des A318 wurden verkauft und gebaut. Und deswegen für British Airways macht es zum aktuellen Zeitpunkt ganz einfach keinen Sinn mehr, diese Verbindung weiterhin aufrechtzuerhalten für die 3-4 Passagiere, die vielleicht nach der aktuellen Krise noch diesen Flug nutzen werden. Und deswegen stampft man die ganze Sache jetzt ein. Nichtsdestotrotz war es etwas wirklich Besonderes und es ist interessant zu sehen, inwiefern dieses Flugzeug doch irgendwo eine gewisse Zeit lang in einem sehr speziellen Bereich funktionieren konnte. Aber genauso gut wie die A320-Familie nach oben hin eine Grenze hat, ihr erinnert euch vielleicht, wir haben ganz ausführlich über den A322 gesprochen, warum der zum aktuellen Zeitpunkt nicht so einfach möglich ist, hat auch die A320-Familie nach unten hin eine Grenze. Zwar aus anderen Gründen, nicht unbedingt, weil das Flugzeug aerodynamisch dann ganz einfach nicht mehr so gut funktioniert, sondern weil sich die Maschine in dieser Größenordnung einfach nicht mehr effizient einsetzen lässt. Aber das ist spannend zu beobachten. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren vielleicht ein, zwei interessante Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.